Grüß und herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm und heute möchten wir uns ganz einfach mal Sylvanas angucken oder ich möchte euch Sylvanas ganz einfach zeigen. Deswegen starten wir mal nichts wie schnell in, also ja, nichts wie schnell in den Üben-Modus. Sie gibt es derzeit für 10 Euro zu kaufen und das habe ich ganz einfach gemacht, indem ich mal ganz schnell Battle.net-Guthaben aufgeladen habe. Ansonsten könnte man nur sofort bezahlen, indem man eine Kreditkarte hat. Habe ich aber nicht. Aber es gibt ja zum Glück die Möglichkeit des Battle.net-Guthabens. Denn Kreditkarte, warum? Ich meine, das ist so dämlich. Warum sollte man sich eine Kreditkarte zulegen? Das ist doch Quatsch. Ich meine, es gibt PayPal und all anderen lustigen Kram. Das geht viel besser als so eine Karte da. Naja, wie dem auch sei, ich habe sie mir zugelegt und schon mal auf Level 5 gespielt. Dank des EP-Bonuses, den ich durch einen Level-Up da bekommen habe, ist das auch ganz nett. Anzusehen. Und naja, wir wollen uns das mal hier angucken, was sie denn so Schönes kann. Im Üben-Modus habe ich schon ein paar Mal mit ihr gespielt und es gehört zur heutigen täglichen Quest, da ich sowieso mal mit einem Spezialisten spielen muss und da ist sie doch prädestiniert dafür. So, welche Map? Achso, das war ja hier diese mit den Tempeln, die ich dann auch mal, ja, die ich dann hoffentlich auch richtig spielen werde. Okay. Wir gucken uns jetzt aber mal die Talente an, wenn sie denn hier richtig erscheinen. Und zwar haben wir dann hier Lauffeuer, erhöht die Reichweite von vernichtendes Feuer um 25%. Dann haben wir noch verringert die Abklingzeit von Schattendolch um 2 Sekunden. Oder aber vernichtendes Feuer fügt Diener und Seltenen 200% mehr Schaden zu. Oder aber automatische Angriffe zerstören bei Gebäuden 2 Munition. Okay. So, was nehmen wir denn? Ich nehme einfach mal dieses Feuer hier, das nutze ich nämlich sehr gerne. Das ist halt mehr Schaden anrichtet. Ups, falsche Taste. Ich wette, an der Botlane stehen schon zwei. Nee, steht nur einer. Alles klar. So, dann wollen wir doch mal. Was haben wir denn überhaupt für Grundfähigkeiten? Wir haben hier zum Beispiel Welle der Heimsuchung. Sendet eine Welle von Banshees aus, die den Zielen 41 Schaden zufügt. Kann erneut aktiviert werden, um den Helden zu den Banshees zu teleportieren. So, dann Schattendolch. Fügt den Ziel 14 Schaden zu im Verlauf von 2 Sekunden zusätzlich 54. Dieser Effekt springt auf Ziele in der Nähe über. So, und Q, da habe ich vernichtendes Feuer. Ja doch, vernichtendes Feuer. Das ist schon ganz lustig, passt mal auf. So. Das machen wir jetzt ganz einfach mal. Und das kann nicht sein, dass es leckt. Das kann einfach nicht sein, denn ich habe jetzt, wie gesagt, die Einstellung schon runtergeschraubt, aber das ist irgendwie bei Blizzard-Spielen, die haben da manchmal ihre Probleme. Und es geht hier halt auch nach Aufladungen bei diesem Schuss. Ah, den habe ich jetzt noch knapp verfehlt. Okay, dann lesen wir uns das nochmal durch. Schießt auf den nächstgelegenen Gegner, wobei Helden Priorität erhalten und fügt dem Ziel 28 Schaden zu, verfügt über 5 Aufladungen. Erhält pro Diener und Söldner, die in der Nähe, der in der Nähe getötet wird, eine Aufladung. Erhält pro Held, der in der Nähe getötet wird, 3 Aufladungen. So, das haben wir schon mal. Okay. Nee, ich weiß nicht, warum das so leckt. Ey, das ist, wie gesagt, nur eine Aufnahme und das ist dann noch ein erhebliches Problem. Also fix das mal. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben den schwarzen Pfeil. Automatische Angriffe und Grundfähigkeiten betäuben Diener, Söldner und Türme eine Sekunde lang. Ist das schön oder ist das schön? Ja, das ist natürlich sehr schön. Ich gehe jetzt mal zur Midlane. Denn das, was sie da eingenommen haben, das gefällt mir mal gar nicht. Deswegen werde ich da mal schnell... Ja, liebes Spiel, schick mich ganz einfach hier ran vorbei. Warum denn auch nicht? So. Natürlich hier schön mit meinem Pferdchen. So. Dafür müsste ich hier erstmal büßen. Oh, oh. Okay, warte mal. Und wir können neues Talent wählen. Also, was haben wir denn da, ne? So, das erste. Lähmung. Erhöht die Dauer von schwarzer Pfeile um 100%. Klingt schon mal ganz gut. Dann feuert automatisch eine kostenlose Aufladung ab, wenn der Held bereits die maximale Anzahl an Aufladungen hat und durch das Töten des Dieners oder Helden eine weitere Aufladung erhalten würde. Schön. Die Teleportation zu den Banshee füllt sofort alle Aufladungen von vernichtendes Feuer auf. Auch ganz nett. Oder aktivieren. Vergiften, um einen gegnerischen Helden zu vergiften, der im Verlauf von 5 Sekunden, um ihm im Verlauf und so weiter 300 Schaden zuzufügen. Ja, was nehmen wir denn da? Ich nehme einfach mal diesen Köcher hier, denn das mit den Aufladungen ist schon eine ganz nette Sache an und für sich. So, ihr haut mal ab. Ich bräuchte mal mehr Lebensenergie, das wäre mal ganz gut. Aber warum ist hier keiner? Okay, den haben wir getötet. Ja, hier. Nimm auch Schaden. Okay, das war knapp.
Das war schon mal sehr knapp, aber es war gut. So, ich bräuchte nur mal Heilung. Die kriege ich aber gerade nicht. Es wäre sehr nett, wenn... Genau. Wenn hier jemand mithelfen würde. So, dann schießen wir mal ein paar Banshees ab. Genau. Kerrigan kann sich darum ein bisschen kümmern. Sehr schön. Dadurch können wir uns jetzt nämlich erstmal zurück teleportieren. Denn, ja, ihr seht ja, ich brauche Heilung. Ich bin die hier noch nicht geübt, deswegen spiele ich logischerweise im Modus Üben. Also das sollte wohl klar sein. So, jetzt gucken wir uns erstmal um, was an der Mid-Top-Lane passiert und an der Bot-Lane. An der Bot-Lane, das ist alles gerade so, naja, so wenig aussagekräftig, was da passiert. Deswegen, was haben wir denn hier? Oh, da kommen ein paar Bösewichte auf uns zu. Ich sollte vielleicht mal zur Bot-Lane gehen. Das wäre zumindest mal eine ganz gute Idee. Den lassen wir da einfach mal stehen. Und dann wollen wir hier mal an der Botlane ein bisschen aufräumen. So, hier mal ein paar Aufladungen verballern an diesen lustigen Paladin. Ja, das macht mal. Ich muss hier die Stellung halten. Das Blöde ist halt nur, dass die Mana verbrauchen. Illidan verbraucht zum Beispiel keinen Mana. Der kann seine Fähigkeiten durchklopfen. Also der lebt halt davon. Achso, jetzt habe ich es zu spät gedrückt. Sonst hätte ich mich nach vorne teleportieren können. Ja, ich weiß nicht, was Blizzard da macht. Da muss aber von der Performance her noch was gemacht werden. Und zwar haben wir hier erstmal ein instabiles Gift. Lässt Diener und Söldner explodieren, die während des Effekts des, von schwarzen Pfeils sterben. Die Explosion fügt Gegnern in der Nähe 138 Schaden zu. Dann haben wir noch Lebenssauger. Heilt den Helden jedes Mal um 34 Lebenspunkte, wenn Schattendolch auf einen neuen Gegner überspringt. Oder aber... zu Ende bringen. Der nächste automatische Angriff nach dem Einsatz einer Fähigkeit verursacht 25% mehr Schaden, was auch ganz nett ist. Belagerungssöldner und Frontbrecher in der Nähe des Helden verursachen 50% mehr Schaden. Oder aber tarnt den Helden beim Einsatz von Welle der Heimsuchung für 3 Sekunden. Teleportieren hebt die Tarnung nicht auf. Ah, ein bisschen stealthen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, was habe ich da immer genommen? Ich glaube, Lebenssauger ist gar nicht mal so schlecht. Zumindest für die Selbstheilung. Aber ich nehme mal Schattengestalt. Das klingt doch ganz nett. Da ich nämlich auch mal gerne hier die Fähigkeit anwende. Dadurch bin ich erstmal schön getarnt gewesen für eine Zeit. Was schon mal nicht schlecht ist. Also, so, jetzt werden wir erstmal ein paar Aufladungen verbraten. Die Fähigkeit braucht man erstmal nicht einsetzen. Ja, Blutrausch. Genauso sieht es aus. Ich könnte ja dazu noch was sagen, aber das verkneife ich mir mal lieber. Deswegen, das lassen wir mal lieber. So, jetzt haben wir hier ein paar Diener. Da können wir jetzt hier ordentlich mal ein paar Schüsse draufballern, auf die Türme auch. So, zack. Ja, es verballert natürlich auch Mana, das ist klar. Und was passiert hier? Okay. Tempel aktiv. Na, wollen wir doch mal ganz schnell hin hier. Das sollten wir auch so hinbekommen. Ja, aber ich weiß nicht, warum das so leckt. Also, es leckt auch manchmal, wenn man Latenzprobleme hat. Die habe ich aber nicht. Also, ich meine, ich lade nichts runter. Ja, danke. Du gehst mal schön weg hier. So, du haust ab. Okay. So, jetzt muss man hier erstmal... Ja, zieh du mal die Aggro, bitte. Ich weiß gar nicht, wie das hier eigentlich mit der Aggro so ist, wie man die zieht. Aber dieser Paladin, der nervt. So. Okay, das nehmen wir schon mal ein. Sehr schön. So, tarnen wir uns erstmal. Sehr schön. Und dann verschwinde ich hier aus dem Blickfeld. Das ist schon mal sehr nett. Okay, dann müssen wir uns hier nicht weiter aufhalten, können aber das nächste Talent wählen. Und zwar haben wir einmal ein klingender Pfeil. Schießt einen explosiven... Ne, klagender Pfeil, sorry. Schießt einen explosiven Pfeil, der 400 Schaden verursacht und Gegner 2,5 Sekunden lang zum Schweigen bringt. Ja, kann erneuert werden, um den... kann erneut aktiviert werden, um den klangenden Pfeil früher zu zünden. Das ist ganz nett. Oder aber, Besessenheit zwingt einen gegnerischen Diener für das eigene Team zu kämpfen. Der Schaden und die Lebenspunkte des Dieners werden um 20% erhöht. Wird die Fähigkeit bei Katapulten eingesetzt, erhöht sich die Abklingzeit auf 20 Sekunden. Aha, schon mal sehr interessant. Was ist die Grundabklingzeit? 4 Sekunden. Das ist krass. Das ist hardcore. Das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal als Ultimate. Das stelle ich mir gerade lustig vor. Kann ich das eigentlich auch auf die anwenden? Nee, das kann ich nicht. Schade. Aber ich bin mal kurz gespannt, wie das hier ablaufen wird. Warte mal. So, mach du mal. So. Ey, das ist geil. Das ist wirklich richtig geil. Zack. So.
dann nehmen wir hier den nächsten Diener. Das ist so cool. Also das macht schon Laune. Das muss man so sagen. Hier, komm, nimm noch einen anderen Diener. Dadurch kann man die noch ein bisschen trollen. Das ist eine schöne Sache, muss ich sagen. So, habe ich jemanden in der Nähe, wo ich den Pfeil einsetzen kann? Sehr schön. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. So. Dich übernehmen wir mal. Genau, da können sich nämlich die Helden erstmal darum kümmern, die gegnerischen. So, dann zünden wir hier noch den lustigen Schattendolch drauf. Ja, Schattendolch hat schon was für sich, aber ich hätte gerne noch Valera Sanguina. Das wäre mein Wunsch. Die käme zwar, weiß ich nicht, also gibt es da vielleicht schon eine Klasse, die das kann? Weiß ich nicht. So, kriegt erstmal das hier ab. Einen übernehmen wir. Ja, das ist so geil. Also hier noch ein Diener. Dann kommen wir hier gleich zum nächsten Diener, den wir einnehmen. Zack. Ah, die Besessenheit, die ist genial. Die kaufe ich gerne. Also, das kaufe ich denen auch gerne ab. So. Ja, die Besessenheit, die haut schon rein. Das muss man sagen. So, zack, hier. Einen übernehmen wir mal. Mal gucken, was ihr dazu Schönes sagen werdet. Genauso soll es aussehen. Ja, das muss man natürlich noch üben, das ist klar. Aber es macht auf jeden Fall schon Laune, das einzusetzen. Also, das kann ich leider nicht einsetzen. Nee, das wäre geil. Das wäre richtig geil. So, wollen wir uns jetzt erstmal hier auf diesen Turm konzentrieren. Wir haben hier noch ein paar Diener hier. Ja, du willst dann kommen. Nee, vergiss mal hier. Hier haben wir erstmal ein paar Banshees und wir übernehmen mal wieder ein paar Diener. Zack. So, und hier Uther, den haben wir jetzt erstmal schnell besiegt, den Utherus. Okay, neue Talente. Was haben wir denn hier Schönes? Also, ja, unerträgliche Qualen ist eine Eigenschaft. Schwarzer Pfeil kann jetzt auch Helden beeinträchtigen und verringert ihre Bewegungsgeschwindigkeit während der Effektdauer um 5% bis zu 5-mal stapelbar. Oder aber Ausweichschuss erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit jedes Mal, wenn vernichtendes Feuer einen Gegner trifft, 2 Sekunden lang um 10% bis maximal 30%. Vernichtendes Feuer, das ist der Splitterschuss, trifft ein zweites Ziel und fügt ihm 48 Schaden zu oder aber verringert beim Erleiden von Schaden durch eine Fähigkeit diesen Schaden sowie 2 Sekunden lang jeglichen weiteren durch Fähigkeiten erlittenen Schaden um 50%. Kann nur einmal alle 30 Sekunden ausgelöst werden. Ich nehme einfach mal diesen schwarzen Pfeil, denn der kann jetzt auch auf Helden überspringen und das ist doch schon mal sehr wertvoll. So, wollen wir hier erstmal die Banshees losjagen, dass die hier hoffentlich Schaden zufügen. Dann wollen wir unsere Aufladung verbraten. So, und dem Helden hier in der Nähe wollen wir auch noch ein bisschen Schaden zufügen. Und hier mal einen lustigen Diener übernehmen. Das machen wir ja auch sehr gerne, ne? So, zack, den nächsten übernehmen. Ja, da wird man sich garantiert freuen. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt gegen andere gespielt hätte, dann hätte ich garantiert schon verloren. Also, weil die mich schon lange zerbröselt hätten, aber das ist ja egal. Okay, dann haben wir den Turm schon mal hier unter Beschuss genommen ordentlich. Nee, ich verpiese mich lieber mal und nehme hier noch einen Helden für uns in Anspruch. Zack, so. Und jetzt hier erstmal schön die Banshees durchjagen. Ihr habt ja gesehen, ich kann mich auch zu denen teleportieren. Das kann aber auch sehr böse enden. Genauso wie diese Aktion hier. Die kann genauso böse enden, wenn man da nicht aufpasst. Also deswegen, hier, nehmt diesen schwarzen Pfeil an euch. Warum geht das gerade nicht? Achso, ja, wir müssen hier erstmal weg. So. Uther, du verpieselst dich mal ganz schnell. Ja, okay, du willst nicht. Ja, gut. Manchmal kapiere ich nicht, warum das nicht reagiert. Aber egal. Es wird schon richtig so sein. Ah, cool, die haben den Turm da oben an der Top eingenommen. Sehr schön. So, das wird uns jetzt hier wenig bringen, da der jetzt garantiert auf mich stürmen wird. Und ich habe nämlich keinen Mana mehr, was genauso uncremig ist. Aber kommt, Leute, hier. Das muss doch mal hinzubekommen sein. Zack, so. Erstmal schön die Banshees durchgejagt. So, erstmal hier die Aufladung des Pfeils einnehmen. Oder für uns beanspruchen. Und das gefällt mir jetzt natürlich nicht. Deswegen werde ich hier mal im Stillen angreifen. So, erstmal hier den nächsten Gegner getötet. Genauso soll es sein. Nee, 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 liebe Gegner. Das weiß ich zu vereiteln.
So, das nehmen wir gefälligst ein. Das gehört uns. So, ich habe 4 Aufladungen. Warum ging das gerade nicht? Okay, nächstes Talent. Jetzt haben wir schon das 16er Talent. Da haben wir Windläufer. Nach der Teleportation zu den Banshees kann die Fähigkeit innerhalb von 2 Sekunden kostenlos erneut eingesetzt werden. Oder aber Schattendolch macht Gegner besonders verwundbar, wodurch sie 25% mehr Schaden erleiden. Verringert die Reichweite um 25%. Ja, das ist ein kleiner Nachteil, aber okay. Dann, Wille der Verlassenen. Aktivieren, um den Helden unaufhaltbar zu machen. Und ja, die Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang zu erhöhen. Oder aber aktivieren, um 15% der maximalen Lebenspunkte des anvisierten gegnerischen Helden zu stehlen und seine Bewegungsgeschwindigkeit, ja, 2 Sekunden lang, 3 Sekunden lang um 30 zu verringern. Ich nehme aber mal den Todeshauch. Der sagt mir doch sehr zu. Okay, dann wollen wir uns mal aufmachen hier. So, warten wir mal, bis hier die nächste Welle an Minions kommt. So, und du kannst dir dann nämlich auch mal hier was tun für dein Geld. Zack. So. Ist es jetzt auf den gegangen oder nicht? Auf Uta? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, aber es ist ja auch egal. So, ich finde aber den anderen Ulti auch nicht schlecht. Also, der gefällt mir doch irgendwie besser. Ich weiß nicht, aber nee, der sagt mir irgendwie nicht so zu. Weiß ich nicht warum. Aber naja, ich weiß es nicht. Ist jetzt so meine persönliche Präferenz. So, dann wollen wir uns mal hier Malfurion... Nee, warte mal. Ah, schade, schade, schade. Da habe ich jetzt nicht schnell genug reagiert. Sonst hätte ich den mir noch irgendwie schnappen können. Ja, sie ist halt so eine Spezialistin. Die kämpft halt auf eine sehr eigene Art und Weise. Sagen wir es mal so. So, dann hier. Dann wollen wir unsere Aufladung nicht verballern, weil wir die gerade nicht haben. Aber das ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Aufladungen sammeln. Und diesen Schild da zerstören. Und dann wollen wir mal versuchen, das hier noch durchzuziehen. Ach so, nee, das geht ja gar nicht. So. Dann erstmal die hier schön. Und einen Diener schön für uns beanspruchen. Ja, ziehen wir das jetzt durch? Natürlich ziehen wir das durch. Und da haben wir nämlich das Üben auch gewonnen. Und dann lese ich euch gleich noch den letzten Tierbaum vor. Denn den hat man noch nicht ausgesucht. Und dann, ja, soll es das für diesen Part auch schon wieder gewesen sein mit Heroes of the Storm. Und ich werde dann offscreen weiterhin die täglichen Quests erledigen für das Gold. Ja, insofern ist man käuflich, ja. Und wenn Sylvanas den nächsten Level erreicht, bekommen wir auch nochmal 500 Gold. Das ist also auch nicht von schlechten Eltern. Okay, Sylvanas, wir wollten ja noch dein 20er-Talent durchsuchen. Und zwar haben wir da Druckwelle. Fügt Gegner im Zentrum der Explosion des klangenden Pfeils 50% mehr Schaden zu und bringt sie doppelt so lange zum Schweigen. Klingt sehr schön. Haben wir noch. Ruf der dunklen Fürstin erhöht den Bonus auf Angriffsschaden und Lebenspunkte auf 30%. Außerdem kann der Held jetzt auch von gegnerischen Söldnern Besitz ergreifen, wobei die Abklingzeit 20 Sekunden beträgt. Aber trotzdem brutal. So, dann haben wir hier noch Zorn des Sturms. Alle 5 Sekunden fügt der nächste automatische Angriff dem Ziel zusätzlich 20 Schaden sowie Dienern und Söldnern in der Nähe 20 Schaden zu. Oder aber, das kennen wir auch schon, Blitzschlag des Sturms aktivieren, um zu einem Ort in der Nähe teleportiert zu werden. Gut, dann soll es das heute mit Sylvanas gewesen sein und ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen und deswegen sage ich beim irgendwann nächsten Diener oder beim nächsten Helden in Heroes of the Storm sieht man sich.